gleich mal klären. Ich denke gar nicht dran, dich jetzt hier zu siezen und Herr Troller zu sagen. Wir kennen uns viele Jahre. Wir haben eine Menge zusammen gearbeitet. Du bist eigentlich der erste Mensch, mit dem ich durch Arbeit eine richtige Freundschaft entwickelt habe. Ich hätte es auch grotesk gefunden, wenn dich jemand anderer hier mit dir gesprochen hätte. Das wollen wir hier mal klar auf diesen Tisch legen. Okay. Hast du schon mal einen Baum gepflanzt? Ja, in meinem Garten in der Normandie. Was für ein Baum? Drei Ahorne und eine Trauerbirke. Und dann hast du es hingehaut bei dir. Denn du hast Kinder, du hast ein Haus, ein kleines, aber strohgedecktes. Das kommt in Bremen sehr gut an. In der Normandie gibt es ja auch strohgedeckte Häuser. Mhm. Red heißt das hier. Wer ist das da? Bei? Nein. Nee, Schum. Schum. Und du hast ein Buch geschrieben. Also jetzt ist es rund. Ja, aber... Was willst du jetzt noch machen? Anfangen, so zu leben, wie ich immer leben wollte. Ohne Angst. Ohne etwas drum zu geben, was die anderen Leute von einem halten. Ohne mehr charmant sein zu müssen. Ohne mehr gefällig sein zu müssen. Eigentlich der einzige Vorteil des Älterwerdens, den ich erblicken kann, aber ein ganz gewaltiger Vorteil. Herr Heim, vielleicht auch Sie. Zu sein, was man immer sein wollte und es ungeniert sein zu dürfen, ist schon sehr schön. Wie machst du das? Wie geht das, dass du jetzt... Es ändert sich in einem. Die Wurstigkeit wächst, die Wurstigkeit gelten zu müssen oder Eindruck schinden zu müssen. Etwas darstellen zu müssen, sondern und es wächst der Wunsch, die Begierde, jetzt so sein zu müssen, wie man eigentlich ist. Wie bist du denn eigentlich? Du bist ironisch, das bist du wirklich. Aber du bist doch selbstironisch. Ich bin selbstironisch. Das bist du in deinem Buch. Das Buch ist... erfüllt von einem knirschenden Humor. Es gibt eine Geschichte von dem alten Wiener Poeten Peter Altenberg, der am Graben zwei Wiener Nutten trifft. Der Graben ist also, das ist eine sehr feine Straße in der Innenstadt. Ja, und die Nütchen, die da rumlaufen, nennen sich Grabennymphen. Eine alte und eine junge. Die nannten sich Georges, die gibt es nicht mehr. Die sind jetzt woanders. Aber okay. Die Alte ist fröhlich und lacht und die Junge ist ernst. Und Peter Altenberg fragt die Ältere, warum lacht denn die Kleine nie? Was hat sie denn? Da sagt die Ältere, die hat's noch nicht nötig zu lachen. Das ist mein Lachen. Du hast also jetzt nicht mehr nötig zu lachen, also kannst du jetzt lachen? Ja, genau das ist es. Was hast du denn für Angst? Oder du sagst jetzt nicht mehr Angst. Was hast du denn für Angst? Ja, es ist die Angst jedes Emigranten. Und ich bin ja mit 16 eben emigriert, wie ich das in dem Buch beschrieben habe. Existenzangst. Angst natürlich vor den verfolgenden Nazis. Und Angst um die eigene Identität, die man immer verlieren kann. Zum Beispiel, wenn man die Sprache wechselt, den Beruf wechselt, die Umgebung wechselt, die Freunde wechselt, seine Ideale wechselt. Man wechselt ja alles. Seine Kleider, sein Auftreten, alles. Und man fragt sich, wer bin ich eigentlich? Und diese Angst, nicht zu wissen, wer man ist, zu einem Zeitpunkt, also als ganz junger Mensch, wo man ohnehin noch nicht genau weiß, wer man ist, das ist eine Angst, die einem dann irgendwie in den Knochen hängen bleibt. Und die es lang braucht zu überwinden. Zu einem Zeitpunkt, wie mich jeder schon für eine Fernsehberühmtheit gehalten hat, so saß diese Angst noch ganz tief in mir. Und ich musste mich jedes Mal verstellen, um natürlich zu wirken. Du bist in Deutschland der Pariser Journal-Troller. Lange, lange, lange gewesen.
Es gibt, glaube ich, keinen Menschen, der in Deutschland bewusst Fernsehen hat oder fernsieht, der nicht deine Pariser Journale sah. Und ich sehe schon, wie es dir hochsteigt, währenddem ich vom Pariser Journal spreche, weil das ist für dich die Vergangenheit. Aber es ist doch heute noch so, dass wirst du aufs Pariser Journal fixiert. Fixiert. Die Leute wollen, du bist Pariser Journal. Darf ich dir noch eine Geschichte erzählen? Napoleon in Mainz, der junge Napoleon, lädt den alten Goethe zu einem Frühstück, löffelt sein Ei sitzend, Goethe muss stehen, nicht wahr? Und Napoleon vertraut dem alten Goethe an, er hat eines seiner Lieblingsbücher geschrieben, das auch in seiner Reisebibliothek ist, Die Leiden des jungen Werthers. Er hat es dreimal gelesen. Und Monsieur Goethe, haben Sie seitdem eigentlich noch was geschrieben? Du machst seitdem, nachdem du die Leiden des jungen Werther geschrieben hast, machst du eine Sendung, die heißt Personenbeschreibung, die den Menschen, die du da aufspürst, ganz schön nahe rückt. Du lässt die nicht aus. Du willst von denen, scheint mir, eine Menge über dich selber erfahren. Täusche ich mich da? Ja, ja. Es geht ja doch darum, dass man herausfinden will, wie man richtig lebt. Und das ist, glaube ich, das Grundproblem jedes Menschen. Wie lebe ich richtig? Und ich glaube schon, dass ich mir jedenfalls zunehmend die Leute danach aussuche, mit denen ich Filme mache, ob sie mir noch etwas beibringen können. Deswegen wird es auch zunehmend schwierig, überhaupt Leute zu finden, mit denen ich drehen will. Aber ja, wie überlebt man? Weil ich doch so viele Jahre so verunsichert war und nicht gewusst, nicht ein- und ausgewusst habe. Und ich habe schon das starke Gefühl, dass diese Hunderten von Menschen, denen ich nahe gekommen bin und teilweise doch bis zu einer Intimfreundschaft, wenn auch in sehr kurzer Zeit, dass diese Menschen mir zum Überleben verholfen haben, dass ich sie eigentlich notwendig brauchte. Und vielleicht kommt der Anklang, den diese Sendungen, vor allem diese Personenbeschreibungen gefunden haben, eben daher, dass ich die Fragen stelle, auf die ich selber Antworten suche. Was sind das für Fragen? Das sind Fragen, die gehen bis zu Glaubensfragen, die gehen, viele Fragen kreisen um Frauen und alles, was damit zusammenhängt. Ich habe ja nicht alle deine Personenbeschreibungen sehen können, weil ich nicht immer in Deutschland bin. Aber wann immer ich eine sehe, merke ich, da fragst du dich selber auch. Genau. Ja, ja. Ich hoffte nicht, dass man so merkt. Aber das stimmt, ja. Aber davon bekommen die Fragen vielleicht auch ihre Aggressivität und ihre Intimität. Was ist denn das Geheimnis überhaupt von Menschen aufzumachen? Wie, es gelingt dir unwahrscheinlich gut. Wie ist das, dass du Menschen... Ja, aber doch nicht sie aufzumachen, um sie zu präsentieren. Nein, nein, natürlich nicht. Ich meine das auch, wie ist es, ist nicht deine eigene echte Neugierde, ist das nicht das Wichtigste? Ja, Neugier ist, das ist ein Allerweltswort. Ich denke schon, dass es um Einfühlung geht, also um den Drang zur Einfühlung. Und ich denke schon, dass es darum geht, dass das eigentlich kurze, schöne Liebesaffären sind. Dass man eigentlich diese Art von Filmen nicht machen kann, wenn man sich in diesen Menschen nicht sehr schnell, aber manchmal über Jahre andauernd, verliebt. Männer oder Frauen oder Kinder. Und das ist... Das ist das ganze Geheimnis, wie immer. Liebe ist das ganze Geheimnis. Das ist wie Theater, das ist wie Film. Das ist ungefähr das, was auch zwischen dem Darsteller, sei er Frau oder Mann, und dem Regisseur stattzufinden hat. Sogar zwischen dem Darsteller und dem Kameramann stattzufinden. Absolut, ist genau dasselbe. Man findet sich auf einem Niveau des Gleichgestimmtseins oder auch der Zusammenarbeit an einem Werk zusammen. Und Filme über einen Menschen machen, nicht wahr, ist so sehr meine Anstrengung, meine Aufgabe, mein Drang, wie auch des Gefilmten
der sich auch zeigen, darstellen, mitarbeiten will und muss und den ich dazu zwinge, es zu tun. Und die besten Filme sind ja die, ich trete ja nie auf in meinen Filmen, aber die besten sind die, wo man auch gar nicht, wo man keinen Kommentar mehr braucht, wo die Leute genau das bringen, durch, ebenso wie du als Regisseur die Schauspieler dazu bringst, ihr Bestes zu bringen, das muss ich mit ganz normalen Menschen tun. Und ohne dass ich sagen will, ihr seid keine normalen Menschen. Also mit Nicht-Darstellern. Ja, was machst du, wenn die sich weigern? Es gibt ja doch, zunächst erklärt sich einer bereit, er macht mit und dann macht er sich innerlich zu. Was machst du dann? Keinen Film. Ja, aber manchmal ist man doch schon ein Stück weit und dann merkt man, er bleibt immer noch zu und hofft, jetzt geht er irgendwann wieder aufgehen. Ja, ja. Das ist eine verzweifelte Situation. Was machst du dann? Dass das passiert. Was machst du dann? Eigentlich nur aggressiv sein und zu versuchen, über Wut, ja, über Hass in das Innere des Menschen ranzukommen, statt über Liebe. Das geht auch, habe ich auch schon gemacht. Ja? Man tut es ungern, weil man ja jetzt weiß, wie man Menschen fertig macht. Und das darf man ja nicht. Aber das kann man. Aber man darf es nicht. Wie? Ja, weil man doch ihre Wunden kennt, ihre Schwächen. Weil man das doch intuitiv ergreift, was sie. Wo ihre verwundbare Stelle ist, ja, das weiß man doch. Aber da darf man nicht dran. Außerdem Menschen sind eben, sie verweigern sich oder sind ekelhaft und so weiter, dann tut man das schon manchmal, aber ich tue es immer ungern. Wie ist das, wenn du merkst, dass eine Verweigerung aus einer Scheu oder aus einer Form von Diskretion, es gibt ja Menschen, die verweigern sich, ja. Du übrigens auch. Wenn ich dieses Buch lese, von dem ich vieles, dessen Inhalt ich vieles nicht wusste, obwohl du mir viel erzählt hast. Es ist bei Gott nicht das Buch zum Film, also zu unserer Trilogie Wohin und Zurück, sondern es geht weit über das hinaus und weit vorher und nachher. Aber irgendwo ist immer ist ein Augenzwinkerer drin. Das ist das Tolle, ist diese Selbstironie. Ich meine, ein Beispiel, wir sitzen am selben Tisch jetzt, du und Stefan Heim, und wenn ich bei ihm über die Ardennenoffensive lese und wenn ich bei dir über die Ardennenoffensive lese, ist das etwas vollkommen Verschiedenes. Ich werte das nicht. Ich sage jetzt, es ist verschieden. Bei ihm geht das wirklich ganz schön ins Lebendige und bei dir geht das eigentlich die Ardennenoffensive, das haben wir geschafft und Punkt. Also du auf der amerikanischen Seite, muss ich jetzt für die Zuschauer sagen. Ja, du als amerikanischer Soldat. Beispiel, das ist jetzt ein Beispiel. Ich glaube, wenn man das Buch von Stefan Heim liest und meines über dieselben Szenen oder so, wenn man Stefan Heim gelesen hat, so sagt man, welch ein Mann. Und wenn man mein Buch gelesen hat, so sagt man, komisch, der ist eigentlich so wie ich. Aha. Hast du eine Maske, wenn du so bist wie ich? Eine lächelnde Maske, die du dir selber morgens dann manchmal noch aufsetzt? Nein, wir alle haben ja wie die Zwiebel eine Maske hinter der anderen, nicht wahr? Es ist klar, aber man muss man darf nicht zu seiner Maske werden. Natürlich mit einem selber. Mhm. Also das Gesicht, das man der Welt präsentiert, wird dann auch ein Teil deiner selbst, ja. Aber hoffentlich dann nicht eine Maske der Verstellung. Das wäre schlimm. Nein. Aber irgendwo müssen wir uns alle abdecken, das ist klar. Auch die Leute, mit denen ich Filme mache, da gibt es Grenzen, über die ich nicht hinausgehe. Ich stelle bestimmte Fragen nicht. Passiert dir das, dass du Menschen abschätzt, mit dem würde ich einen Film machen? Ich gehe jetzt, frage das aus einer Antwort, die du vorhin gegeben hast. Ist das für dich wichtig? Ich meine, passiert dir das, so wie das einem Regisseur passiert, dass er Situationen, Vico von Bülow wird das sehr gut kennen, dass er Situationen einfach sich selber merkt, dass man immer zu beobachtet, gar nicht denkt, jetzt beobachte ich, sondern sich dabei ertappt, dass man es tut. Passiert dir, dass du einen Film machen würdest, nicht mehr? Ich glaube, dass das so ist, ja.
Das stimmt. Ich schätze schon die Menschen danach ab, ob ich mit ihnen einen Film machen würde oder nicht. Und wie viele Minuten sie hergeben würden. Na, hier am Tisch sitzen ein paar. Ein paar würde sich hier lohnen. Ich könnte dir da ein paar nennen. Das stimmt. Das stimmt. Aber ich schätze mich natürlich selbst auch so ein, ob ich mit mir einen Film machen würde, sagen wir. Also gibt's noch ein paar Minuten her, das glaube ich schon. Das glaube ich also ganz sicher. Was schätzt du, was interessiert dich denn überhaupt? Das ist undefinierbar. Das kann man nicht definieren. Es gibt dieses persönliche Charisma des Menschen, das über den Schirm springt. Mhm. Und das können ganz einfache Menschen sein. Mhm. Analphabeten. Und ungeheure Künstler oder Intellektuelle können das nicht. Für mich nicht. Mhm. Ja? Und woher das kommt, weiß ich nicht. Das ist jetzt bei mir eine absolute Intuition. Ich weiß es nach einer Stunde Gespräch. Ich weiß es manchmal, wenn ich jemanden angucke. Und ich weiß es manchmal, wenn ich sein Foto angucke. Aber das ist eine ganz lange Erfahrung. Und natürlich kann man sich irrsinnig irren. Das ist klar. Unvermeidlich. Aber im Großen und Ganzen ja. Ich weiß, ob eine Person das bringen würde, was ich brauche, um diese Art von Film mit ihr zu machen, die ich eben mache. Haus, ein kleines, aber strohgedecktes, das kommt in Bremen sehr gut an. In der Normandie gibt es ja auch strohgedeckte Häuser. Red heißt das hier. Wer ist das da? Pai? Nein. Nee, Schum. Schum. Und du hast ein Buch geschrieben. Also jetzt ist es rund. Ja, aber... Was willst du jetzt noch machen? Anfangen, so zu leben, wie ich immer leben wollte. Ohne Angst. Ohne etwas drum zu geben, was die anderen Leute von einem halten. Ohne mehr charmant sein zu müssen. Ohne mehr gefällig sein zu müssen. Eigentlich der einzige Vorteil des Älterwerdens, den ich erblicken kann, aber ein ganz gewaltiger Vorteil. Herr Heim, vielleicht auch Sie, zu sein, was man immer sein wollte und es ungeniert sein zu dürfen, ist schon sehr schön. Wie machst du das? Wie geht das, dass du jetzt... Es ändert sich in einem. Die Wurstigkeit wächst, die Wurstigkeit gelten zu müssen oder Eindruck schinden zu müssen, etwas darstellen zu müssen. Sondern, und es wächst der Wunsch, die Begierde, jetzt so sein zu müssen, wie man eigentlich ist. Wie bist du denn eigentlich? Du bist ironisch, aber du bist doch selbstironisch. Ich bin selbstironisch. Das Buch ist erfüllt von einem knirschenden Humor. Es gibt eine Geschichte von dem alten Wiener Poeten Peter Altenberg, der am Graben zwei Wiener Nutten trifft. Der Graben ist also, das ist eine sehr feine Straße in der Innenstadt. Ja, und die Nütchen, die da rumlaufen, nennen sich Grabennymphen. Eine alte und eine junge. Die nannten sich Georges, die gibt es nicht mehr. Die sind jetzt woanders. Aber okay. Die alte ist fröhlich und lacht und die Junge ist ernst. Und Peter Altenberg fragt die Ältere, warum lacht denn die Kleine nie? Was hat sie denn? Da sagt die Ältere, die hat's noch nicht nötig zu lachen. Das ist mein Lachen. Du hast also jetzt nicht mehr nötig zu lachen, also kannst du jetzt lachen? Ja, genau das ist es. Was hast du denn für Angst? Oder du sagst jetzt nicht mehr Angst. Was hast du denn für Angst? Naja, es ist die Angst jedes Emigranten. Und ich bin ja mit 16 eben emigriert, wie ich das in dem Buch beschrieben habe. Existenzangst. Es ist bei Gott nicht das Buch zum Film, also zu unserer Trilogie Wohin und Zurück, sondern es geht weit über das hinaus und weit vorher und nachher. Aber irgendwo ist immer der... Ist ein Augenzwinkerer drin. Das ist das Tolle, ist diese Selbstironie. Ich meine, ein Beispiel, wir sitzen am selben Tisch jetzt, du und Stefan Heim.
Und wenn ich bei ihm über Beispiel über die Ardennenoffensive lese und wenn ich bei dir über die Ardennenoffensive lese, ist das etwas vollkommen Verschiedenes. Er ist, bei ihm ist das, ich werte das nicht. Ich sage jetzt, es ist verschieden. Bei ihm geht das wirklich ganz schön ins Lebendige. Und bei dir geht das eigentlich die Ardennenoffensive, das haben wir geschafft und Punkt. Also du auf der amerikanischen Seite, muss ich jetzt für die Zuschauer sagen. Ja, du als amerikanischer Soldat. Beispiel, das ist jetzt ein Beispiel. Ich glaube, wenn man das Buch von Stefan Heim liest und meines über dieselben Szenen oder so, wenn man Stefan Heim gelesen hat, so sagt man, welch ein Mann. Und wenn man mein Buch gelesen hat, so sagt man, komisch, der ist eigentlich so wie ich. Aha. Hast du eine Maske, wenn du so bist wie ich? Eine lächelnde Maske, die du dir selber morgens dann manchmal noch aufsetzt? Nein, wir alle haben ja wie die Zwiebel eine Maske hinter der anderen, nicht wahr? Es ist klar, aber man muss zu seiner, man darf nicht zu seiner Maske werden, natürlich mit einem selber. Also das Gesicht, das man der Welt präsentiert, wird dann auch ein Teil deiner selbst, ja. Aber hoffentlich dann nicht eine Maske der Verstellung. Das wäre schlimm. Nein. Aber irgendwo müssen wir uns alle abdecken, das ist klar. Auch die Leute, mit denen ich Filme mache, da gibt es Grenzen, über die ich nicht hinausgehe. Ich stelle bestimmte Fragen nicht. Passiert dir das, dass du Menschen abschätzt, mit dem würde ich einen Film machen? Ich gehe jetzt, das frag das aus einer Antwort, die du vorhin gegeben hast. Ist das für dich wichtig? Ich meine, passiert dir das, so wie das einem Regisseur passiert, dass er Situationen, Vico von Bülow wird das sehr gut kennen, dass er Situationen einfach sich selber merkt, dass man immer zu beobachtet, gar nicht denkt, jetzt beobachte ich, sondern sich dabei ertappt, dass man es tut. Passiert dir das, den Film machen würdest, nicht mehr? Ich glaube, dass das so ist, ja. Das stimmt. Ich schätze schon die Menschen danach. Aber der einzige Vorteil des Älterwerdens, den ich erblicken kann, aber ein ganz gewaltiger Vorteil. Herr Heim, vielleicht auch Sie. Zu sein, was man immer sein wollte und es ungeniert sein zu dürfen, ist schon sehr schön. Wie machst du das? Wie geht das, dass du jetzt... Es ändert sich in einem. Die Wurstigkeit wächst, die Wurstigkeit gelten zu müssen oder Eindruck schinden zu müssen, etwas darstellen zu müssen. Sondern, und es wächst der Wunsch, die Begierde, jetzt so sein zu müssen, wie man eigentlich ist. Wie bist du denn eigentlich? Du bist ironisch, aber du bist doch selbstironisch. Ich bin selbstironisch. Das Buch ist erfüllt von einem knirschenden Humor. Es gibt eine Geschichte von dem alten Wiener Poeten Peter Altenberg, der am Graben zwei Wiener Nutten trifft. Der Graben ist also, das ist eine sehr feine Straße in der Innenstadt. Ja, und die Nütchen, die da rumlaufen, nennen sich Grabennymphen. Eine alte und eine junge. Die nannten sich Georges, die gibt es nicht mehr. Die sind jetzt woanders. Aber okay. Die alte ist fröhlich und lacht und die junge ist ernst. Und Peter Altenberg fragt die ältere, warum lacht denn die Kleine nie? Was hat sie denn? Da sagt die ältere, die hat's noch nicht nötig zu lachen. Das ist mein Lachen. Du hast also jetzt nicht mehr nötig zu lachen, also kannst du jetzt lachen? Ja, genau das ist es. Was hast du denn für Angst? Oder du sagst jetzt nicht mehr Angst, was hast du denn für Angst? Naja, es ist die Angst jedes Emigranten. Und ich bin ja mit 16 eben emigriert, wie ich das in dem Buch beschrieben habe. Existenzangst. Angst natürlich vor den verfolgenden Nazis. Und Angst um die eigene Identität, die man
die man immer verlieren kann. Zum Beispiel, wenn man die Sprache wechselt, den Beruf wechselt, die Umgebung wechselt, die Freunde wechselt, seine Ideale wechselt. Man wechselt ja alles. Seine Kleider, sein Auftreten, alles. Und man fragt sich, wer bin ich eigentlich? Und diese Angst, nicht zu wissen, wer man ist, zu einem Zeitpunkt, also als ganz junger Mensch, wo man ohnehin noch nicht genau weiß, wer man ist, das ist eine Angst, die einem dann irgendwie in den Knochen hängen bleibt und die es lang braucht zu überwinden. Zu einem Zeitpunkt will ich mich mal verstellen, um natürlich zu wirken. Du bist in Deutschland der Pariser Journal-Troller. Lange, lange, lange gewesen. Es gibt, glaube ich, keinen Menschen, der in Deutschland bewusst ferngesehen hat oder fernsieht, der nicht deine Pariser Journale sah. Und ich sehe schon, wie es dir hochsteigt, währenddem ich vom Pariser Journal spreche, weil das ist für dich die Vergangenheit. Aber es ist doch heute noch so, dass wirst du aufs Pariser Journal fixiert. Fixiert. Die Leute wollen, du bist Pariser Journal. Darf ich dir noch eine Geschichte erzählen? Napoleon in Mainz, der junge Napoleon, lädt den alten Goethe zu einem Frühstück, löffelt sein Ei sitzend, Goethe muss stehen, nicht wahr? Und Napoleon vertraut dem alten Goethe an, er hat eines seiner Lieblingsbücher geschrieben, das auch in seiner Reisebibliothek ist, Die Leiden des jungen Werthers. Er hat es dreimal gelesen. Und Monsieur Goethe, haben Sie seitdem eigentlich noch was geschrieben? Du machst seitdem, nachdem du die Leiden des jungen Werther geschrieben hast, machst du eine Sendung, die heißt Personenbeschreibung, die den Menschen, die du da aufspürst, ganz schön nahe rückt. Du lässt die nicht aus. Du willst von denen, scheint mir, eine Menge über dich selber erfahren. Täusche ich mich da? Ja, ja. Es geht ja doch darum, dass man herausfinden will, wie man richtig lebt. Und das ist, glaube ich, das Grundproblem jedes Menschen. Wie lebe ich richtig? Und ich glaube schon, dass ich mir jedenfalls zunehmend die Leute danach aussuche, mit denen ich Filme mache, ob sie mir noch etwas beibringen können. Deswegen wird es auch zunehmend schwierig, überhaupt Leute zu finden, mit denen ich drehen will. Aber ja, wie überlebt man? Weil ich doch so viele Jahre so verunsichert war und nicht gewusst, nicht ein- und ausgewusst habe. Und ich habe schon das starke Gefühl, dass diese Hunderten von Menschen, denen ich nahe gekommen bin und teilweise doch bis zu einer Intimfreundschaft, wenn auch in sehr kurzer Zeit, dass diese Menschen mir zum Überleben verholfen haben, dass ich sie eigentlich notwendig brauchte. Und vielleicht kommt der Anklang, den diese Sendungen, vor allem diese Personenbeschreibungen gefunden haben, eben dahin.